weiter im Programm mit FIFA 16 und heute spielen wir gegen den FC Augsburg. Gegründet 1907 in Allianz Arena. Wir sind Haushoher Favorit, ist natürlich klar. Wir haben im letzten Spiel Paderborn im DFB-Pokal rausgehauen mit 4:0 in Paderborn. An unserer Ausstellung hat sich nichts verändert. Wir sehen Robert Lewandowski momentan auf Platz 1 der Torschützenliste. 5 Tore vor Max Kruse von Wolfsburg. Da würde ich sagen, ohne große Umschweife. Geht's los. Über Vidal. Verliert den Ball gegen Bobadilla. Altintop. Und Freistoß. Mit dem Freistoß. Das Ding rein! Riesenchance für Klavan. Zum Glück nur vorbeigesetzt. Oh! Oh! Schade. Kuh. Umgenockt davon Bale gerade. Wird schlecht. Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Obadia. Chor. Von Einwurf. Abgefangen. Vidal. Lewandowski. Das ist natürlich nicht der ideale Flügelspieler. Man macht das doch ganz gut. Gut zurückgelegt von Müller. Aber das war nichts. Jetzt Chor. Klavan. S-Wein. Behauptet den Ball. Einwurf für Augsburg. Sind das so ein Spiel, da brauchst du dieses eine Tor, bis sie dann den Druck fallen lassen. Vidal, schlechter Pass. Daniel Bayer steht genau im Weg. Obadia. Alaba, Boateng, Lahm und wieder Vidal. Der Pass war gut. Lewandowski, Müller. Müller, Costa. Vidal. Götze, 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 Götze. Abgeblockt von Max. Ecke. Ist gut! Ist gut! Tor! Gareth Bale 1:0. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der reingeht. Gareth Bale zum 1:0. Da war da Glück mit dabei. Bale kommt dann natürlich frei zum Köpfen und dann war da auch keiner mehr dran. Es sah echt so aus, als wäre da noch einer dran gewesen, aber der ging strikt einfach rein, ohne Berührung. Und Gareth Bale schießt und schießt. Weiteres Tor. 1:0 jetzt. Durch den Waliser. Das läutet doch immer den Weg ein für ein erfolgreiches Spiel. Boateng. Götze. Nach vorne zu Costa und artistisch geklärt. Einwurf. Da sollte der nicht hin. Wir bleiben weiterhin dran. Schlechter Pass. Da geht's aus. Benatia. Unten sehe ich einen. Ganz frei. Bale und... Oh, was für ein Annahme. Ernsthaft, Gareth Bale. Und Foul. Freistoß für Augsburg. Schuss drüber. Lahm.
Bale. Lahm. Und wieder Bale. Bale. Und dann kommt Max dazwischen. Jetzt cool. Und aus. Lahm zu Bale. Das sieht gut aus. Götze. Und das war wieder ein super Fehlpass. Spitzenmäßig. Costa und der geht natürlich ins Aus. Habe ich geahnt. Habe ich den einfach weggenommen. Alaba. Alaba! Dadler. Der hätte gepasst. Wäre Adler nicht da gewesen. Nächste Ecke. Vielleicht wieder ein Tor. Vielleicht! Uah, wieder! Und das war's noch nicht, doch von der ersten Halbzeit. 1-0 führen wir durch das Tor von Gareth Bale nach Ecke von Philipp Lahm. Auf geht's in die zweiten 45 Minuten hier. In diesem bayerischen Duell. Na. Jetzt kommt wieder die Phase, wo wir ein bisschen brauchen, bis wir den Ball abgenommen bekommen. Beziehungsweise bis wir den Ball erobern. Aber viel ist nicht, halt nicht dahinter, wenn man sich den Ball einfach nur so zupasst. Boateng hat einen ganz schlechten Pass. Aber mit einem ganz guten Abwehrverhalten. Müller. Weiter geht's. Vidal. Gut gemacht. Götze. Flanke! Bale! Adler. Raul Bobadilla. Dominic Kor. Behauptet sich da am Ball. Flanke und aus. Abstoß von Neuer. Ach, das will alles gerade nicht zueinander fassen. Die Augsburger mit viel Ball. Jetzt gibt's doch mal den Ball her, Mann. Das nervt gerade. Hin und her und hin und her. Was machen sie draus? Nichts. Götze. Götze. Wieder die Torstange. Die können sie treffen, ne? Die am laufenden Band. Müller. Und Bale verliert den Ball. Und Freistoß aber. Das ist natürlich die ideale Situation für Bale. Bale läuft an. Nadler. Geklärt. Bale. Vidal. Alaba. Costa. Ecke. Ecke kommt von Bale und Adler. Und Daniel Bayer. Und Boateng mit dem super Tackle. So, wieder. Lewandowski und Costa im Doppelpass. Jetzt Douglas Costa. Kriegt den Ball abgenommen. Der Schiri sagt kein Foul, weiter geht's. Foul am Abwas! Klar, natürlich, Foul am Augsburger. Macht total Sinn.
Opara. Eswein. Trochowski. Costa. Vidal. Und Adler. Tor. Lewandowski. 2:0. Mit Rums und Dums und Remi, Demi, Zaka, Zaka und Glück ist das Ding drin. Einfach nur die Schusstaste gespammt. Irgendwie ist er dann doch drin am Ende. Irgendwie geht er kurz unter der Latte durch. Schön. Das ist das 15. Saisontor für Lewandowski. Müller, gut gemacht mit Lewandowski! Wenn's einmal läuft, dann läuft's aber richtig. Doppelpass Lewandowski mit Müller durch die Beine und dann ist das Ding drin. 3:0, keine Chance für René Adler. War der abgefälscht? Sah gerade ein bisschen abgefälscht aus in der Wiederholung. Ich glaube aber eher weniger. 16. Saisontor auf jeden Fall für Lewandowski. Nach der Hinrunde wohlgemerkt. Also ist er auf Kurs 30 Tore diese Saison. Das wäre natürlich schon ein Hammer. Du müsstest die Quote dann halt in der Rückrunde auch weitergeführt werden. Kann ja immer noch alles dazwischen kommen, wie eine Verletzung. Oder eine Tiefphase. Momentan hoffen wir, dass die jetzige Phase nicht aufhört. Aus! Die Hinrunde ist vorbei. Alle Spiele, alles gewonnen, was geht. Ein läppisches Gegentor in der Bundesliga. Wir gewinnen hier 13:0. Ich bin schon ein bisschen müde. So, dann beenden wir mal die Hinrunde und fangen auch dann im nächsten Part mit der Rückrunde an. Jetzt kann ich euch mal zeigen, wie ich das hier mit dem Training mache. Ich will nämlich momentan ihr Nacho ein bisschen nach oben skillen. Dann mache ich immer Folgendes. Machen wir das. Und machen wir Guedes. Also ihr Nacho ist momentan der, den ich am meisten skillen möchte. Wie man sieht, kriegt er jetzt auch eine 77er? Nein, kriegt er noch nicht. Aber fast. So. Okay. Ich würde sagen, das wäre eh alles langweilig. Transfers, so gesehen, habe ich momentan noch keinen im Kopf. Ich gucke mal, ob ich irgendwas mache. Ich glaube momentan eher nicht. Groß müsste noch verletzt sein. Ja. Thiago ist dafür wieder fit. Können wir den direkt in die BF packen. Machen wir so. Wo haben wir hier den Thiago? Da. Sehr schön. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal gegen den VfL Wolfsburg wieder. Und bis dahin, tschüss. Kleiner Nachtrag. Ich bin momentan in den Transfersachen und Mario Götze, sag mal so, er hätte sowieso verkauft werden sollen. Und jetzt habe ich mir einfach gedacht, holen wir uns als Ersatz für ihn Raheem Sterling und geben ihn praktisch im Tausch mit mit Manchester City. Bekommen wir den jüngeren und vielleicht sogar besseren Spieler mit Raheem Sterling. So, das wollte ich als Nachtrag liefern. Packen wir Sterling direkt auch rein. Ja. So. Gut. Das war's. Und wenn nochmal irgendwas sein sollte, ich melde mich nochmal in diesem Part. Falls nicht, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was soll man bitte zu dieser Nachricht noch sagen? Ich bin gerade so angepisst, wie ich selten angepisst sein kann.
Das ist die größte Scheiße. Die allergrößte Scheiße. Ich werde jetzt alles dafür geben, dass ich Courtois bekomme. Im Tausch gegen Neuer. Es macht einfach sonst keinen Sinn. Es ist doch einfach nur die größte Scheiße, das hier. Tschüss.